Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Puro Bio Adventskalender. Der befindet sich hier und sieht sehr retromäßig aus. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet regulär 87,50 Euro und ich habe ihn bestellt bei Ecoverde und nicht nur ich, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut gerne nachher mal bei ihr vorbei. Und ja, das ist ein schöner Adventskalender, wie ich finde. Jedenfalls für die Kinder der 90er. denn das ist so richtig mit Kassetten und mit Schallplattenspieler und keine Ahnung. Das hat so echt viel von meiner Kindheit. Hier drin sehen wir sogar einen Gitarrenspieler. Ich spiele Gitarre. Ich finde es großartig. Es hat nicht viel Weihnachtliches. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist für mich eher so ein Herbst Retro-Style. Und ja, ich möchte aber mit euch reinschauen. Ich finde es toll, dass wir einen Boxen-Adventskalender haben. Und Puro Bio ist ja auch irgendwie so eine Naturkosmetikmarke. Und da habe ich schon allerhand Make-up-Produkte in so veganen Beauty-Boxen auch gefunden. Und zum Beispiel der Charmy-Box oder in der Fairy-Box oder so, ne? Und jetzt bin ich gespannt, was die hier in 24 Boxen reingepackt haben. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Schauen wir dann zuallererst mal in den 1. Dezember hinein. Ja, ich habe mich schon gefragt, was soll da drin sein? No Stress Maschera Capelli No Stress Hair Mask. Stimmt, ich glaube, die haben auch so ein bisschen Pflege. Ich glaube, so ein Mix, ne? Cool, Made in Italy, 40 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das soll dann entsprechend das gestresste Haar und das beschädigte Haar reparieren. Finde ich interessant. Positiv finde ich wirklich, dass wir hier diesen Prömpel oben drauf haben, sodass man das dann wieder verschließen kann, ne? Denn das ist halt jetzt nicht nur eine Einmalanwendung mit 40 Millilitern. Hier habe ich jetzt den 2. Dezember und selbstverständlich findet ihr wie bei allen Adventskalender-Unboxings natürlich auch den Link zu dem Adventskalender in der Infobox. Hier haben wir auch eine Gesichtscreme drin. Oh, das ist die Puro Bio for Skin Reihe. Ach, guck mal, interessant. Crema Viso, okay. Moisturizing für trockene Haut. Dermatologisch getestet. Das ist eine Originalgröße mit 30 Millilitern. Das finde ich richtig nice. Das finde ich richtig, richtig nice. Das Ganze scheint auch vegan zu sein. Und ich glaube auch cruelty-free und sowas, ne? Richtig, richtig cool. Das ist eine reichhaltige Creme mit Hyaluronsäure und AP3-Komplex. Das kenne ich jetzt so nicht. Antioxidativen Vorzügen, damit die Haut strahlend aussieht und hydratisiert wird. Cool. Finde ich richtig nice. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da haben wir, den hatte ich schon mal, den Liquid Stardust. Das ist ein Liquid Highlighter. Ja, genau, in der Farbe 03. Da muss man mal gucken, ob das farblich passt. Man kann sowas natürlich auch als Primer verwenden oder in der Foundation mit reinmischen. Ne? Da muss man dann einfach mal schauen. Genau, bei mir war das, glaube ich, nämlich zu glitzernd und auch zu rosa, als ich das hatte. Ich habe zwar einen kühlen, neutralen Hautunterton, aber das ist mir einfach zu viel. Hier unten sehen wir jetzt ja auch die, ich sag mal, echte Farbe davon, ne? Kommt mit so einer Pipette daher, aber es ist mir einfach zu viel Glitzerflitzer. Hier haben wir die Nummer 4 und auch da kommt dekorative Kosmetik zum Vorschein. Der Lipgloss mit einem Glow Finish und den habe ich mit 4,8 Millilitern. Auch das dürfte eine Originalgröße sein. Was ist das für eine Farbe? 02. Ja, auch das muss man vorher schütteln. Das ist halt bei Naturkosmetik oft der Fall, dass die Produkte halt wenig oder keine Konservierungsstoffe beinhalten, sodass man das erst schütteln muss, ne, damit alle Produktinhaltsstoffe sich gut vermischen können. Scheint aber eine schöne Farbe zu sein. Am 5. Dezember haben wir jetzt hier den Tag von Nikolaus und da haben wir auch wieder Make-up drin enthalten. Hier ist ein Blush drin und zwar ein matter. Der ist relativ hell. Das ist abgefahren. Make Me Blush ist das hier in der Farbe 02. Hier sind 5,2 Gramm drin enthalten und das dürfte eine Farbe sein, die mir sehr, sehr gut passt. Das finde ich schön. Da der 6. Dezember Nikolaus ist, möchte ich schon, dass hier auch ein bisschen was Besonderes drin enthalten ist. Also da hätte man vielleicht sogar so einen Highlighter oder sowas reinmachen können. Aber auch hier, das Böckchen ist, nein, gut gefüllt. Ein Anspitzer in der Nummer 6. Nein, das finde ich blöd. Also generell so Füllprodukte ist okay. In dem Preissegment ist das schon schwierig, meiner Meinung nach. Ne, nee, finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so cool. Und dann noch in der 6. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Der 7. Dezember ist jetzt hier bei mir und da haben wir ein Tübchen drin. Das ist die Anis und
Lakritz? Okay, ein Lippenbalsam. Das ist crazy. Das ist eine sehr, sehr spezielle Geschmacksrichtung, wenn ich das mal so sagen darf. Auch das dürfte mit 10 Millilitern eine Originalgröße sein. Und hier ist auch das Häschen drauf. Das ist eine tierversuchsfreie und vegane Marke, ne? Nee, also ja, Anis Richtung Heiligabend, Richtung Weihnachten macht Sinn. Aber Lakritz ist, glaube ich, echt nicht jedermanns Sache. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Und hier haben wir, glaube ich, ich dachte, einen Stift drin. Das ist der, direkt nach einer Lippenpflege, noch eine Lippenpflege. Revitalizing Lip Balm mit Arganöl. Auch das dürfte aber auch eine Originalgröße sein mit 5 Millilitern, ne? Schaut einmal so aus. Schlecht verteilt. Das muss ich wirklich sagen. 2 Lippenpflegen in einem Adventskalender ist per se nicht schlecht. Vor allem, weil das hier auch, glaube ich, neutral riechen wird. Relativ neutral, ne? Halt so unparfümiert. Aber das war doch jetzt schon kurz vorher als Lipbalm drin. Macht für mich keinen Sinn. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unser nächstes Produkt freuen. Und hier ist ein grüner Sticker oben drauf. Ist es ein grünes Produkt oder ist es, weil die Marke grün ist? Man weiß es nicht. Es traut sich nicht rauszukommen. Oh, ein Eye-Contour-Gel. Sehr schön. Moisturizing and Anti-Fatigue. Also gegen Müdigkeit soll das dann auch sein. Auch hier, Originalgröße würde ich sagen, mit 10 Millilitern, oder? Schaut einmal so aus. Finde ich schon spannend, ne? Dass die hier sowohl bei, also für Gesichtspflege so wirklich so gefühlt alles reinpacken, als auch echt viel, wahrscheinlich, im Bereich dekorative Kosmetik. Ist so ein kleines Typchen. Finde ich richtig gut. Also das gefällt mir, ne? Mal sehen, wie es jetzt in der Nummer 10 weitergehen wird. Da haben wir eine Mascara drin. Double Dream Mascara ist das. Irgendwie auch Nickel getestet. Okay, interessant. Sagt mir jetzt so ehrlich gesagt nichts, ne? Das ist die Black Mascara mit 10 Millilitern. Ich blende euch mal das Bürstchen ein. Muss ich mir nochmal angucken. Ich kann ja nicht aus jedem Adventskalender jede Mascara öffnen, weil ich ja nicht jede Mascara davon behalten möchte. Und wenn ich sie öffne, kann ich sie nicht weiter verlosen. Das ist halt auch immer blöd, ne? Deswegen gucke ich mir dann auch beim Schnitt einfach mal das Bürstchen an und dann entscheide ich, ob ich die dann nachher behalte oder nicht. Die erste Schnapszahl habe ich jetzt hier, die Nummer 11. Und das ist sehr gut gefüllt. Long Lasting. Was bist du? In der Farbe 02L. Weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall so eine schöne silberne Umverpackung. Ah, das dürfte ein Kajal sein, oder? Sieht für mich so ein bisschen danach aus. Eye Pencil in Matita Ochi. 02L. Mhm. Genau, also wenn das die Farbe ist, dass wir da halt auch so einen Champagnerton haben, finde ich das richtig nice, so in der Wasserlinie mit Glitzer. Auf jeden Fall als Eyeliner oder so. Schön. Oder komplett auf dem ganzen Lid, so als Art Lidschattenersatz, ne? Oder im Innenwinkel. Die Nummer 12 ist in diesem Fall nicht die Halbzeit, denn wir haben hier 25 Boxen drin enthalten. Das ist ein Micellar Make-up Remover Gel. Das ist natürlich auch sehr passend. 100 Milliliter sind hier drin. Würde ich so als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden, um damit schon mal alles so anzulösen. Und dann später mit einem wasserbasierten Produkt, wie auch immer, das Ganze nochmal wirklich runterzuwaschen, vielleicht auch aufzuschäumen, ne? Aber gut hier mit drin enthalten, weil passt halt zu Skincare und Make-up Adventskalender volle Elle rein. Hier haben wir jetzt die Halbzeit. Die Nummer 13 habe ich in meinen Händen. Und also das finde ich halt super charmant, ne? Das ist halt wirklich gut gefüllt. Oh, hier ist was aufgegangen. Muss das so? Ich glaube, das ist nicht so gedacht gewesen, oder? Ist das so gedacht gewesen? Ist halt so offen. Geht so auf. Naja, auf jeden Fall haben wir hier drin enthalten das Face Serum Anti-Aging, 30 Milliliter. Finde ich super. Das finde ich wirklich, 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 wirklich super. Also was hier an Gesichtspflege auch drin ist, ist super schön ausbalanciert. Immer noch interessant, dass wir am Anfang diese Haarmaske drin hatten und seitdem nie wieder was von den Haaren gehört haben. Und dann haben wir hier auch noch eine Gesichtscreme aus eben genau dieser entsprechenden Serie mit 3 Millilitern drin. Keine Ahnung. Bin ich nett und führe das einfach mal preismäßig mit auf. Ich glaube schon. Und aber das finde ich nice. Der 14. Dezember ist ziemlich groß. Ah, oh, das sage ich immer wieder. Packt das mit rein, Leute. Aber meins ist ein bisschen aufgegangen. Das ist schade. Alles haben die hier doppelt und dreifach zugeklebt, nur das Puder leider nicht. Das ist das Silky Powder, aber das würde ich ihr so oder so einfach auch mal ausprobieren wollen. Auch das dürfte mit 8 Gramm eine Originalgröße sein. Das ist ein loses Puder und sowas feiere ich immer so abnormal, wenn das in Adventskalender drin ist, weil das einfach auch jedem passt, ne? Das ist einfach egal, welche Hautfarbe du hast, welches Hautbedürfnis, wie auch immer. Ein Puder ist eigentlich immer so ein Ding, was man auch so mit in der Routine mit drin hat. Ich weiß nicht, warum das hier so eskaliert ist.
weiß ich nicht, da ist halt überall jetzt hier so Puder dran. Das mattiert halt auch ein bisschen, wenn ich das so sehe. Aber es macht nicht totmatt. Hinterlässt eigentlich auch nicht so wirklich einen Weißschleier. Ich glaube, damit kann ich meine Freude haben. Der 15. Dezember. Also hier auf der Seite haben wir auch ein paar größere Kläppchen. Da sind mehrere Sachen drin. Oha. Ah, ich verstehe warum. Okay. Wir haben hier zwei Monolidschatten nämlich drin. Einen schimmernden und einen matten. Jeweils 2,5 Gramm sind das. Das ist einmal die Farbe 25 und die Farbe 27. Und die haben auch irgendwie keine weiteren Farbbezeichnungen. Das sind halt so zwei Mauve-Töne, die man dann ja, aufs Auge geben kann. Und dann haben wir hier nämlich noch so ein Eyeshadow Case mit dabei. Fun Fact, nur eins. genau, das heißt, das zweite, wenn man eins haben wollen würde, müsste man sich dann natürlich kaufen. Aber gut, ja, ist hier mit drin enthalten. Wird wahrscheinlich in den Mono-Lidschatten-Adventskalender reinkommen, den ich dann dieses Jahr packen werde, weil ich persönlich halt keine Monos verwende. Der 16. Dezember ist jetzt hier bei mir. Nee, warte, was ist das denn? Da haben wir nochmal zwei drin. Ach was, das finde ich cool. Andere machen das einfach, dass du so einen Mono-Lidschatten vielleicht mal drin hast, ne? Und die haben jetzt schon vier reingepackt. Gut, nur ein Case, aber trotzdem. Das ist auch wieder ein matter und ein schimmernder Ton. Auch die kann man schön miteinander kombinieren. In der Farbe 19 und in der Farbe 04. Ein richtig schönes Schwarz, was du auch hier so als Eyeliner ganz toll verwenden kannst. Und das ist so ein schimmernder Taubton, dunkler Taubton. Auch sehr, sehr spannend. Der 17. Dezember ist eine Woche vor Heiligabend und auch das Kläppchen ist wirklich mit genau so einem großen Produkt befüllt, wie das Kläppchen ist. Das ist echt gut überlegt. Da haben wir einen Pinsel drin in der Nummer 7 und der soll sein für Compact Powder or Mineral Eyeshadows. Der soll für Compact Powder sein? Meinen die das hier mit Compact Powder? Ich denke schon, ne? Oder halt für lose Lidschatten. Oh, und das ist so ein richtig schöner, ja, Smudger. Smudger, Schrägstrich, Packing Brush würde ich ihn jetzt einfach mal nennen, weil du damit das Produkt halt schön aufnehmen kannst und auf dein Lid geben kannst. Ich persönlich würde den aber auch verwenden, um zum Beispiel mir eine Cut Crease oder sowas zu ziehen. Also Cut Crease ist gut, ich trage mir einfach ein bisschen Glitterglue drauf, damit mein Lidschatten halt besser hält, ne? Und nee, das finde ich toll. Das finde ich richtig toll. So ein Pinsel hier drin macht definitiv Sinn. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich auch einen sehr großen 18. Dezember. Haben wir hier noch einen weiteren Pinsel drin enthalten, denn auch hier haben wir ein sehr, sehr langes Produkt drin. Hallo? Was aber sehr widerspenstig ist. Es möchte nicht raus. Es möchte gerne hier drin bleiben. Es hat gerade einen Mittagsschlaf gemacht. Mittagsschlaf um 21.05 Uhr. Get Better. Das ist ein Primer. Oh, für die Wimpern, Leute, schön. Ja, das macht quasi das Volumen der Wimpern intensiver nach 28 Tagen, laut hier Verpackung, ne? Ich bin mir relativ sicher, 10 Milliliter sind hier drin, dass wir hier keine Hormone drin haben. Also, dass es eher ein ölbasierter Lash Primer sein wird. Aber das ist ein richtig gutes Produkt für so einen Adventskalender. Ja, das arbeitet auf Peptidbasis, ne? Also, das ist natürlich ziemlich nice. Der 19. Dezember ist schön groß. Und hier haben wir auch wieder so ein Sachet drin. Oh, das ist eine Maske. Und zwar die Face Sheet Mask Oily Skin. Die habe ich jetzt so nicht. Mit Aloe Vera Saft haben wir das auch. Career Girl, sehr witzig. Ja, das ist eine Tuchmaske. Und ich kann mir sowas vorstellen, wenn ich jetzt so meine Tage habe oder so, dass ich die dann verwenden werde. Weil dann brauche ich halt eine gewisse Hautklärung. Wir sind im 20er Bereich angekommen. Herzlich willkommen. Hier ist eine sehr kleine Nummer 20. Und das dürfte ein Lippenstift sein. Das ist der Refill Recharge. Ach so, 4,4 Gramm sind hier drin enthalten in der Farbe 101 Creamy Matte. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegen wir dann in einem separaten Case, Büchschen das Case. Das finde ich doof. Oh. Ja, das hat natürlich jetzt so ein bisschen Art Deco-Vibes, ne? Ja. Aber ich meine, nachhaltig ist das System definitiv. Aber wie lange brauchst du, um einen Lippenstift aufzubrauchen? Jetzt seien wir mal ehrlich. Hand aufs Herz, Leute. Hand aufs Herz. Ne? Und dann muss das eigentlich so nicht unbedingt sein. Meiner Meinung nach. Aber gut. Der Nachhaltigkeit zuliebe ist es schön. Mal gucken, was im nächsten Kläppchen drin ist. Am 21. Dezember erwartet uns auch wieder ein Lippi. Okay. Auch das dürfte dann... Nee, das ist ein Lipstick. Oh, in der Farbe 103 Creamy Matte. Das ist ein wunderschöner Rot-Beereton, ne? Schaut einmal so aus. Dann haben die das jetzt hier in einem Case und dann musst du dir, also so nach dem Motto, so könnte es aussehen, wenn du dir ein Case kaufst. Ja, wahrscheinlich, ne?
Das finde ich halt dann tatsächlich sehr, sehr schade. Das hat ich stotter. Hat Art Deco tatsächlich ein bisschen besser gelöst, weil die dann auch wirklich zu allen Produkten die entsprechenden so, ne, Sachen mit drin hatte, sodass man halt auch wirklich nachher sich theoretisch kein Refill kaufen müsste. Hier musst du es ja schon. Das sieht wunderschön aus, das ist ein geiler Ton, ne? Aber das finde ich in einem so hochpreisigen Adventskalender echt nicht schön. Das ist ein richtig geiles Case, ne? Weil das halt auch so richtig abgefahren ist und es sieht wunderschön aus. Aber zu sagen so, hey, kauf dir doch mal das Case selber, kauf dir doch mal die Verpackung von deinen drei anderen Monolithschatten selber. Ich weiß ja nicht, was das kostet, das werde ich ja beim Schneiden halt herausfinden. Das finde ich doof. Und natürlich kannst du auch den Lippenstift oder auch die Monolidschatten so verwenden, ohne nochmal ein separates Case zu kaufen. Aber das sieht halt nicht so schön aus, ne? Genau. Dann habe ich hier die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Und hier haben wir auch wieder einen Stift drin. Passend zu unserem Anspitzer in der Nummer 6. Haben wir in der Farbe Lotto? Sicher? Okay. Nee. Matita Occhi heißt, glaube ich, Kajal, oder? In der Farbe 03 ist es dann quasi. Ein, ja, grauer. Leicht schimmernder Kajalstift. Das schaut einmal so aus. Ja, schön. Passt auf jeden Fall auch zu dem einen Set sehr, sehr gut zusammen von den Monolidschatten, ne? Wo ja auch dieses Schwarz und dieses Schimmertaub mit drin war. Weiter geht's am 23. Dezember. Das ist der Tag vor Heiligabend. Und hier haben wir drin enthalten den Eyeliner on Fleek Brush Pen. Sowas finde ich ja schon wieder toll, ne? Das dürfte dann auch in der ganz klassischen schwarzen Farbe sein. Da schauen wir doch mal ganz entspannt hinein. Und das sieht schön aus. Also das auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Verpackungsdesign, weil du hier halt dieses durchsichtige Plastik halt auch noch mit so dran hast, ne? Und hier haben wir aber ein Grau. Oh, das ist kein Schwarz. Das ist wirklich ein Grau-Grau. Aber der hat halt diese richtig coole Pinselspitze. Sowas mag ich ja, ne? Heiligabend darf gerne was Besonderes sein. Schauen wir mal hinein, was wird hier wohl drin sein? Da haben wir in der Farbe 03L auch was Longlasting-mäßiges. Und auch das ist ein Eyeliner. Und das ist ein schöner Grünton oder Petrolton. Ja, schon derbe. Das mag ich gerne leihen und ich finde, das ist halt auch einfach mal was Besonderes. Es ist mal was Aufregenderes, weil man einfach mal eine andere Farbe auch so bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass meine Stiefschwiegermama in Spee, ja, geile Bezeichnung der Familienkonstellation, den schön findet. Der hat auch Schimmer mit drin und der sieht fast schon Duochrom aus. Dass der halt so auch so ins Lilane geht, das ist cool. Ja, schon so allerhand Augenkonturenstifte. Ne? Das ist schon ein bisschen viel. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also ich meine, für mich ist es keine schöne 24. Naja, da hätten sie vielleicht die Mascara reinmachen können, aber ich bin jetzt sehr gespannt auf die Nummer 25. Fühlt sich sehr leicht an. Sicherlich ist hier auch ein Kajal drin. Oder ein Lip Liner. Ich weiß es nicht. Long Lasting Eyeliner Pencil. Ja, auch das, ne? Ein Eyeliner. In der Farbe 01L. Und das ist dann ein ganz normales Schwarz. Okay, yay. Da freuen wir uns natürlich alle tierisch drüber. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich freue mich darüber nicht. Das war vor allem am Ende nochmal so eine richtige Eyeliner-Eskalation hier. Der Adventskalender hatte durchaus sehr, sehr gute Momente, aber zum Ende hin hat er irgendwie nochmal komisch nachgelassen, muss ich sagen. Er hatte ein paar hoffnungsvolle Momente mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier natürlich auch einen guten Warenwert drin finden dürfen und dass ja, man sich halt auch darüber freut, wenn man ebenso auf diese ganzen Eyeliner steht und so. Schön finde ich auch, dass wir ein bisschen Skincare mit dabei haben und auch dieses Wimpernserum mag ich auch sehr, sehr gerne hier drin sehen. Ansonsten, irgendwie ist der komisch. Ich weiß nicht. Ich fühle mich von diesem Adventskalender einfach nicht ernst genommen, bin ich ehrlich. Muss ich wirklich sagen, ne, als Konsument. So nach dem Motto, keine Ahnung, was wir wo reinpacken und wofür welcher Tag jetzt genau nochmal steht. Wir machen jetzt einen Adventskalender und den verkaufen wir. So fühle ich mich. Das ist echt so. Das ist so unüberlegt in mancherlei Hinsicht. Manchmal hast du so richtige Wow-Momente an Tagen, die halt nicht so besonders eigentlich sind. Und andere sind dann halt so richtig lame, obwohl die eigentlich richtig krachen sollten. Ja, also alles in allem, dieser Adventskalender verwirrt mich absolut, ne? Also es sind unterm Strich, wenn ich jetzt auch sehe, was hier liegt, ne, sind hier sehr schöne Produkte drin, die ich aber vollkommen anders verteilt hätte, weiß ich nicht, um einfach mehr so dieses Wow-Gefühl halt auch in den Kunden herauszukitzeln, in den potenziellen Kunden, in den Bestandskunden.
Ne, weil dafür ist es ja auch echt eine Sache. Das ist ja, wenn jemand so einen veganen, tierversuchsfreien Adventskalender im Beauty-Bereich sucht, wäre das ja durchaus eine Sache, die ich so auch empfehlen würde. Aber wenn ich halt sehe, was hier so drin ist und in welcher Reihenfolge, denke ich mir, ich lasse mir den jetzt erstmal nach Hause schicken, pack den neu und dann kriegt die Person den so nach dem Motto. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist halt alles so wild. Naja, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.